Wir sind hier in Göttingen. Heute findet der erste Klimamarkt statt. Es ist Mitte Juni im Jahr 2023. Es ist heiß und trocken. Gestern hat es seit langem mal wieder geregnet. Bäume und Pflanzen leiden. Bäume und Pflanzen leiden mal wieder unter Trockenheitsstress und frisch ausgetriebenen Blätter vertrocknen. Es ist der frühe, fünfte Sommer innerhalb von 6 Jahren, der sich mit Rekorden in Bezug auf Hitze und Trockenheit ankündigt. Der sogenannte Klimawandel ist auch bei uns in Europa angekommen. Der Planet fiebert und unsere Bundesregierung investiert trotz aller Warnsignale weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien. Es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, der von diesem todbringenden Kurs profitiert. Immer reicher wird und immer im Luxus lebt. Für den Rest der Bevölkerung wird Wasser rationiert und Lebensmittel werden ununterbrochen teurer. Während die Bundesregierung die Bevölkerung zum kürzer Duschen aufruft, verschwenden Reiche kostbares Wasser für Golfplätze und Privatpools. Während wir alle das dafür tun, CO2 und andere Treibhausgase zu reduzieren, ist es immer noch erlaubt, mit Privatjets und Luxusjachten Unmengen an CO2 auszustoßen. Die reichsten 10% verbrauchen so viel Energie wie die 40 der ärmsten Menschen in Deutschland. Im globalen Vergleich zeigt sich die Ungerechtigkeit noch krasser. Diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, leiden am meisten unter den Folgen der Klimakrise. Die Dürre, Hitze und Überflutungen. Diese Folgen sind schon lange Nummer 1 Grund für Migration auch nach Europa. Die Klimakrise und die Krise der extrem materiellen Ungleichheit gehören zusammen und können nur zusammen bewältigt werden. Wir müssen als Bevölkerung zusammenkommen und gegen diese Ungerechtigkeit entschlossen Widerstand leisten. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich für den lokalen Klimaschutz einsetzt, mit dem Fahrrad fährt, sich vegetarisch oder vegan ernährt, auf Reisen mit dem Flugzeug verzichtet und vieles mehr. Das alles ist wichtig. Jedoch werden wir durch unser individuelles und lokales Engagement nicht verhindern, dass aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe wird. Während wir hier in Göttingen auf dem Klimamarkt sind, planen die großen Energiekonzerne anderswo gigantische Erdölförderprojekte. CO2-Bomben, die unserem Einsatz in einem Wimpernschlag zunichte machen. Jegliche Klimaschutzabkommen werden dadurch ad absurdum geführt und wir endgültig in eine Heißzeit katapultiert. Solange die Bundesregierung weiter auf einen sprudelnden Erdölfluss setzt, bleibt jedes lokales Handeln wirkungslos. Solange die Bundesregierung die Reichen und Superreichen gewähren lässt, mit überflüssigem Luxus die Erderhitzung voranzutreiben, bleibt individuelles, ökologisches Verhalten ein Tropfen auf dem heißen Stein. Solange die Reichen und die fossilen Energiekonzerne Öl ins Feuer gießen, werden die kleinen lokalen Tropfen das Feuer nicht eindämmen können. Es braucht bundesweit neue Rahmenbedingungen, damit unsere Lebensgrundlagen nicht kollabieren. Für uns geht dieser Weg hin zu einem neuen Rahmen über ein Gesellschaftsrat Klima, in dem BürgerInnen, also du und ich, darüber befinden, wie wir das fossile Zeitalter sozial gerecht beenden. Wie viele Klimamärkte soll es geben, dass 50 Milliarden soziale Subventionen aufgehoben werden? Jede und jeder Einzelne von euch schließt sich unserem friedlichen zivilen Widerstand an. Diesen Mittwoch, den 21.06., werden wir uns um 17 Uhr hier im Göttinger Auditorium treffen, um gemeinsam in einem Protestmarsch Olaf Scholz und seiner Bundesregierung zur Einberufung eines Gesellschaftsrats zu bewegen. Wir brauchen jede und jeden, um den Druck auf der Straße unignorierbar zu machen. Wir sehen uns am Mittwoch um 17 Uhr am Auditorium.